Hey Mann, willkommen zurück auf dem Channel. Schön, dass du wieder hier bist am Samstag. Heute möchte ich dir einmal zeigen, wie du am allerschnellsten von einem Anfänger im Thema Flirten zu einem Fortgeschrittenen und dann auch zu einem Profi werden kannst. Du musst verstehen, dass es einen Weg gibt, der dich da schneller hinbringen wird als ein anderer Weg. Und es gibt verschiedene Typen von Männern, die an diese ganze Sache, an diese Erfahrung im Flirten sammeln, verschieden rangehen. Und das möchte ich dir in diesem Video erklären. Schau mal, welcher Typ du bist. Und wenn du das erkannt hast, dann schau mal und überleg mal, ob es Sinn macht, dieser Typ zu sein oder vielleicht lieber eine andere Strategie wählen willst, um an den Punkt zu kommen, an den du möchtest. Zum Anfang des Videos möchte ich, dass du dir jetzt einfach mal kurz einen Moment Zeit nimmst und dir überhaupt mal überlegst, was möchte ich überhaupt? Was erwarte ich überhaupt? Was will ich? Will ich viel Sex? Will ich eine Freundin? Pausier das Video mal kurz. Mach dir Gedanken darüber, was möchtest du denn eigentlich? Denn das ist ganz wichtig, damit du auch den Weg finden kannst dahin, dass du erstmal weißt, wo du überhaupt hin möchtest. Deswegen pausier mal das Video und überleg dir mal kurz, was du eigentlich willst. Super, jetzt bist du wieder da und hast dir kurz überlegt, was du eigentlich willst. Jetzt will ich dir erklären, wie du da hinkommst. Und zwar gibt es verschiedene Typen von Männern, die diese Sache verschieden angehen, ja? Es gibt die Männer, die machen einfach sehr wenig, weil sie Angst haben und bewegen sich nicht so sehr aus ihrer Komfortzone, weil sie Angst vor Fehlern haben. Ja, und diese Männer, die werden sehr, sehr langsam besser oder im schlimmsten Fall werden sie gar nicht besser, weil sie zu viel Angst vor Fehlern haben. Das ist ein großer Prozentsatz der Männer, die einfach so viel Angst vor Fehlern haben, dass sie gar keinen Schritt machen. Die machen keinen Schritt in die nächste Richtung. Und das ist eben nicht nur beim Thema Erfolg mit Frauen ein Problem, das ist auch generell ein Problem. Denn je mehr Fehler du machst, desto schneller kannst du besser werden. Und deswegen gibt es auch diese, also das, was du verstehen musst, diese erste Kategorie von Männern, die keine Fehler machen will, die kannst du sehr leicht erkennen, weil das sind Männer, die sind sozial immer akzeptabel. Das sind Männer, da würdest du niemals sagen, sein Verhalten ist echt unakzeptabel, weil er würde sich niemals unakzeptabel verhalten. Das traut er sich gar nicht. Er möchte diesen Fehler nicht machen. Ich glaube, die meisten Männer sind in dieser Kategorie und aus dieser Kategorie raus ist es am allerschwierigsten, besser zu werden, weil es eben so super lange dauert. Das ist dann der Mann, der vielleicht in der Woche 2, 3 Frauen anspricht. Um im Gegensatz dieser andere Mann aus der anderen Kategorie, zu der ich jetzt gleich kommen werde, spricht er so 15 bis 20 Frauen, okay? Das heißt, dieser Mann, der Angst hat, der immer sich sozial angemessen verhalten will, der keine Fehler machen will, der entwickelt sich enorm langsam. Das ist ungefähr so, als würdest du Mathe machen und du würdest, anstatt jede Woche einen Test abzulegen, den du dann zurückbekommst, wo du dann Fehlerkorrektur zurückbekommst, würdest du einfach nur jedes Jahr einen Test ablegen und würdest deswegen nur einmal im Jahr richtig viele Fehler machen können und würdest nur einmal im Jahr Feedback bekommen von deinem Mathelehrer, der dir sagt, hey, du hast es gar nicht drauf. Wenn du es aber jede Woche machst, kriegst du jede Woche Feedback und kannst immer besser und immer schneller besser werden. Ja? Dann gibt es diese zweite Kategorie von Männern. Habe ich manchmal in meinen Coachings gehabt, habe ich schon manchmal gesehen, ist eher selten. Das sind die Männer, die sind sozial echt irgendwie nicht kompatibel. Also die würdest du jetzt nicht mit auf einen Geburtstag von einem Kumpel nehmen, weil sie einfach sozial so Chaoten sind. Also sie sind echt krass und sie machen einfach unglaublich viel und sie ballern einfach durch. Ja? Sie ballern einfach durch. Und blicken kaum zurück. Also die machen, nehmen nicht mal sich einen Moment Zeit, um darüber nachzudenken, sondern die machen. Die machen einfach nur. Ja? Das Einzige, was sie machen. Aber der Vorteil daran ist, es passiert einfach viel. Ja? Sie lernen relativ schnell und sie bekommen sehr viel Feedback. Das Problem dieser Männer ist, dass sie nicht einmal kurz innehalten, um sich Gedanken darüber zu machen, was sie da machen, um zu reflektieren. Das machen diese Männer meistens nicht. Ich erinnere mich an eine Story. Wir hatten mal, als ich bei den Flirt-Profis gearbeitet habe, haben wir mal Flirt-Coaches gesucht. Und dann haben wir verschiedene Bewerber gehabt und da war auch ein Mann, der war, er kam rein, er hatte Energie so, er war voll hibbelig und so und man hat gemerkt, der macht einfach viel. Aber man hat auch gemerkt, der ist irgendwie sozial komisch. Und der war sozial komisch, weil er viel gemacht hat, aber nie reflektiert hat. Was ich mit Reflektieren meine, ist, dass du dich mal hinsetzt und überlegst, okay, wie komme ich voran? Wo gibt es noch Verhaltensweisen, die ich vielleicht verändern kann? Nicht unbedingt verändern kann, weil ich den anderen Leuten besser gefalle, aber verändern kann für mich persönlich, dass ich mich besser fühle, dass ich effektiver handeln kann. Ja, dann setzt du dich einfach mal hin, nachdem du eine Woche Frauen angesprochen hast und führst zum Beispiel mal Tagebuch, ganz wichtig. Ja, und Tagebuch ist nicht uncool oder schwul. Tagebuch ist sehr, sehr cool, um mal zu reflektieren, was überhaupt bei dir los ist. Denn das passiert nicht, wenn du es nicht machst. Das passiert nicht von alleine. Ja, diesen Reflexionsprozess musst du aktiv einführen. Nimm dir am Sonntag eine Stunde Zeit, reflektier ein bisschen. Da hast du auf jeden Fall Zeit zu. Kein Stress, die Zeit kannst du finden. Ja? So, und dann gibt es den dritten Typen von Mann, der am schnellsten besser wird und der kombiniert diese Sachen. Ja? Der macht viel, machen, aber reflektiert auch. Wenn du machst und auch reflektierst, dann wirst du am schnellsten besser.
Reflektieren kann auch heißen, dass du mal ein Theorievideo guckst, dass du mal ein Video von mir guckst, dass du mal einen meiner Kurse guckst. Das kann es auch heißen. Ja, die Theorie, reflektieren. Aber du musst auch handeln. Du musst mehr handeln, als du reflektierst und Theorie machst, denn sonst hast du nichts zum Reflektieren. Deswegen handle sehr viel. Wenn mich jemand jetzt fragt, hey, ich spreche 3 bis 4 Frauen die Woche, ist das zu wenig? Dann muss ich natürlich erstmal fragen, was ist denn überhaupt dein Ziel? Willst du mit sehr vielen Frauen Sex haben? Willst du eine Frau finden, die wirklich krass zu dir passt? Dann ist das wahrscheinlich zu wenig. Ja? Mach etwas mehr, um besser zu werden. Mach viel, aber reflektiere auch. Das ist der schnellste Weg. Und jetzt ist es für dich wichtig zu schauen, was für ein Typ Mann bist du denn? Und wirklich ehrlich zu dir zu sein, weil die meisten von euch werden wahrscheinlich der Typ Mann sein, der zu viel Angst hat, überhaupt irgendwas zu machen. Du musst keine Angst davor haben, dass wenn du eine Frau ansprichst und ihr sagst, pass auf, du gefällst mir, ich will dich treffen, dass irgendwas passiert. Das kannst du sagen. Die Frau wird davon angezogen, wenn du direkt bist, wenn du ehrlich bist. Du musst nicht direkt einsteigen, du kannst situativ einsteigen, wie du das schon auf meinem Channel auch gelernt hast, aber kommuniziere trotzdem direkt. Hab keine Angst davor, der Frau zu sagen, ey, du gefällst mir, ich will dich treffen. Boom. Und wenn da Leute nebenstehen, die dich beobachten, die zuhören, wen kümmert das denn? Das sind diese Leute, die nur darauf hoffen, dass sie auch mal Initiative ergreifen, dass sie auch mal mutig sind. Aber darum geht es gar nicht. Die sind außen vor, die zählen überhaupt gar nicht. Wichtig ist, dass du machst. Und es ist egal, dann mögen dich vielleicht mal ein paar Leute nicht. Dann bist du mal sozial eben nicht für eine Zeit akzeptiert. Das ist in Ordnung, das gehört zum Lernprozess dazu. Es gab auch Zeiten, da war ich komisch. Ich bin auch heute noch manchmal komisch. Ja, ich bin auch heute manchmal auch gerne komisch. Manchmal bin ich ganz gerne komisch. Manchmal solltest du auch gerne komisch sein. Also handle einfach viel. Und reflektiere dann. Dann wirst du sozial nicht super komisch, sondern eigentlich normal, aber sammelst gleichzeitig ganz, ganz viel Erfahrung. Wenn du diese beiden Sachen kombinierst, dann wirst du ganz schnell an dem Ziel ankommen, an dem du ankommen willst. Und wenn du jetzt nicht weißt, was das für ein Ziel ist, dann hast du den ersten Schritt nicht gemacht, hast also nicht darüber nachgedacht, was du eigentlich willst. Und das solltest du jetzt wiederholen, denn dieser Schritt ist wichtig. Deswegen, wenn du es noch nicht gemacht hast, pausiere das Video kurz, überleg dir, was will ich überhaupt? Will ich viele Frauen treffen? Will ich eine Frau, mit der ich zusammen sein kann? Will ich eine Ehefrau? Will ich ganz viele? Will ich mir ein Harem von Frauen aufbauen, mit denen ich Sex haben kann? Und auch das, wenn du dir ein Harem aufbauen willst, alles cool, mach das doch. Kannst du doch machen. Ist doch völlig in Ordnung. Ja. Du musst das nicht lassen, weil irgendwer dir das gesagt hat. Du kannst dein Leben so führen, wie du möchtest. Wenn du dir ein Harem aufbauen willst, dann möchtest du dir ein Harem aufbauen. Dann mach das doch einfach. Ja, aber dann sei auch bereit, die Handlung dafür zu tun, sei auch bereit, die Action zu machen dafür, die Schritte zu gehen dafür. Du kannst machen mit deinem Liebesleben, was du willst und du kannst den Harem aufbauen. Ganz unabhängig davon, ob du gut aussiehst, ob du reich bist, ob du muskulös bist, kannst du das machen. Ja. Wenn du jetzt mega fett bist und du kümmerst dich nicht um dein Äußeres und du kümmerst dich nicht um dein Leben, dann wundere dich nicht, dass es länger dauert, bis du an diesen Punkt kommst. Kümmere dich um dich selbst, das ist natürlich wichtig, klar. Das Beste aus dir selbst rauszuholen, das sollte schon Anspruch sein an dich selbst. Damit es bei den Frauen funktioniert. Will ich dich nicht anlügen, ist ganz klar so. Aber ansonsten, machen, machen, machen und dann reflektieren, wird dich am schnellsten an den Punkt bringen, an den du kommen willst. Tschüss, dabei warst du hier am Samstag. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn das so ist, schreib mir gerne mal einen Kommentar dazu. Lass mir auch einen Like da. Hier unten kannst du dir die 3 Anziehungsschalter downloaden. Habe ich letztens schon erzählt. Es geht einfach um 3 Anziehungsschalter, die bei Frauen generell, bei jeder Frau wirken. Die liegen so im Unterbewussten, in der Psyche der Frau. Und wenn du die benutzt, dann wird eine Frau eben mehr angezogen von dir sein. Das sind Sachen, die solltest du so ein bisschen einbauen in deine Art des Flirtens. Und damit kannst du innerhalb von kürzester Zeit viel effektiver Frauen kennenlernen, als wenn du diese Schalter nicht kennst. Da unten kannst du sie das Flirt-Dokument, was ich dir da fertig gemacht habe, downloaden. Da unten in der Ecke kannst du den Channel abonnieren, auch diese Klingel aktivieren, dass du immer die neuesten Video-Benachrichtigungen bekommst. Und oben in der Ecke geht es zum letzten Video auf diesem Channel. Tolles Video, ich habe dich versucht, da ein bisschen zu inspirieren. Schau es dir unbedingt mal an. Gerade für die Anfänger ein super, super, super wichtiges Video. Wenn du merkst, wenn du jetzt hier gemerkt hast, hey, ich bin noch am Anfang, dann klick mal da oben hin, dass du da auch nochmal Anfänger-Content bekommst. Ganz wichtig. Schau auf jeden Fall auch mal meinen Live-Flirt, den ich hier auf dem Channel mal gemacht habe. Den verlinke ich nochmal unten in der Beschreibung. Da kannst du einiges lernen. Wird auch bald wieder ein neuer Live-Vlog kommen. Darauf kannst du dich schon freuen. Schön, dass du dabei warst hier am Samstag. Wir sehen uns Donnerstag wieder. Bis dahin. Ciao.